Ja. Ei, diesmal muss es schon sein. Ja, stimmt. Boah, Alter. Ich bin echt. Ich bin ein bisschen fertig, ne? Ja. Heidelins Hätte mich Kraft nicht mal jemand wohnt in vorwarnen dir. können? Eieiei. So, und wie war das mit? Ich mache nicht länger als 0 Uhr. Läuft, oder? Lenk sie deinen Schritt. Was, jetzt kann ich auch einfach durchmachen. Sprich, Nein, was mache ich nicht. führt dich zu Gott. mir? Ein Stern leitet dich. Ja, witzig, ne? Sie haben den Ruf vernommen. Ishgard wird brennen. Mit eurem Leben Jetzt kannst du gleich wird die machen, Sünde getilgt, die ihr auf euch geladen habt. Nein, Dufte? Nein. Nein. Eine blöde Idee. Eine ganz blöde Idee. Wir kennen kein Vergessen, so Nee, das wie würde ich heute ihr nicht packen. nicht lernt. Ah, sehr geil. Ich habe jetzt wurde gleich. Einhalt Ah, gebieten, Tisch, den kann man jetzt auch mich noch bittest du durchziehen. vergeblich. Jetzt ein 12-Stunden-Stream, 24-Stunden-Stream und am Freitag ein Feinde 24-Stunden-Stream. fronten um den Stern. Nicht ich bin es, Nee, das schaffe ich der heute nicht. nie. Aber Ishgards ich Volk versuche kurz davor, ein hat bisschen meinen weiterzumachen. Kindern Schmerz bereitet. Nun sollen sie Vergeltung Ich habe beides üben. nicht. Ich habe beides nicht hier. Aber das war noch nicht einkaufen für einen 24-Hass-Stream. Spür meine Klaue tief in dir, kläglicher Wurm. Sie nimmt dir nicht, was Heidelin dir gab, doch schließt sie deine Gabe tief in deinem Herzen ein. Bedauere es nicht. Wer weiß, wann deine Kraft von selbst geschwunden wäre. Am Anbeginn gewährte Heidelin mir Schutz und Licht. Mir steht nicht zu, mich über ihre Wahl zu stellen. Doch
du bist letzten Endes schwach, eine Sterbliche, töricht und jung. Ich bin schon wieder verliebt. Dich begleiten. Was sein Auge sieht, sieht das meine. Was sein Ohr hört, höre ich. Luxie. Ich habe. Komm in meine Arme. Lenke dein Schicksal, so du es kannst. Bist du mehr als nur ein Träger geliehener Kraft, dann kannst du mein Siegel zerstören. Brauche ich ja so eine Ewigkeit für diese Sequenz. Ich trinke von ihrem Äther. Einst werde ich mich wieder erheben. Doch nicht für diese Schlacht. Sie ist nicht die meine. Der Ruf ist erklungen. Die Entscheidung fällt bald. Hihi, dieses kleine Dingetchen. Ich bin besonders selbst mir heute auf den Weg gegeben. Begleiterverzeichnis. So. Das Viech schon drin? Ja. Hallo. So, das geht jetzt noch eine Stunde so weiter. Ich brauche erstmal. Oh, hallo, mein kleiner Drache. Hallo. Okay. So, ich habe mich beruhigt. Zu den Kleinen bekommen. Ja, ist das nicht süß? Ist das nicht niedlich? Ach so, okay. Da ist jemand. Ja, tatsächlich. Ich finde den süß. Den gebe ich nicht mehr her. Nie wieder. Nein. Okay. Hurra, du lebst. Ja, ich bin zwar dreimal gestorben, aber ich habe dich lieb. Diese Explosion oben beim Hüte des Sees und befürchtete das Schlimmste. Alfinor war auch hier und machte sich große Sorgen, doch dann musste er zurück in den Sonnenstein. Er geht zu ihm und erzählt, was du erlebt hast. Oh, muss das sein? Warte, mach ich sofort. Also erstmal nur da an Ort und Stelle kommen. Stunde Verzögerung, ey. So, warte mal. Anvisieren und dann, Bitte. Kann ich doch? Habe ich anvisiert. Macht er irgendwie nicht? Ja, yeah, habe ich gerade gemacht, macht er aber gerade nicht. Irgendwie? Nochmal. Das ist das Einzige, was passiert. Oh.
Ah, okay. Nee. Nee. Ach, schön wär's. Schade. Oh! Nein, mir fehlt so wenig zum, zum Level Up, ey. Eieieiei. Gott, sogar Luna schon im Bett. Ich will noch nicht aufhören. Ich muss. Ich will noch nicht. Ich muss. Ich hasse dieses Spiel. Es fängt mir ja zu, dass ich suchte. Das ist so gemein. Na gut, die Quest muss ich ja sowieso einmal noch fertig machen. Nicht? Hä? Wieso? Ich bleibe stehen, okay. Nur denn, dass es nicht aufhören wird, heißt das so fertig. Ja, ich weiß. Ich weiß. Hat mich in seinem Bann. Ich kann da nichts für. Das, ey, das Spiel ist ganz, ganz schlimm. Das hat so ein Suchtpotenzial zur Zeit. Und ich habe mir wirklich fest vorgenommen, 0 Uhr ist Schicht. Ich habe es mir echt vorgenommen. Wie lange muss ich jetzt stehen bleiben? Was? Was? Hä? Ich guck diese scheiß Sachen hinterher. Das beim kurz auf deine... Mir kurz auf deine Schulter. Echt? Ja, bei mir liegt er leider nur von links nach rechts. Ah, okay. Ja. Das Ding ist cool. Ich will das haben. Das da. Genau das da. Warum gefällt mir alles? Das ist doch scheiße. Das Spiel ist kacke. Das Spiel ist nicht kacke, ey. Warum gefällt mir jeder kleinste Scheißdreck, ey? Das ist doch nicht fair. Das ist echt nicht fair. Hallo, Lucia. Lucia. Bitte einmal da rein. Nur kurz auf Kass. Auf Kagis oder so. Werde ich auf jeden Fall tun. Irgendwann würde er das bestimmt machen. Den Göttchen sei Dank, du bist wohl auf. Ich hatte am Seeufer auf dich gewartet, doch dann rief mich mein Filia zurück in den Sonnenstein. Während unserer Abwesenheit scheint etwas in Ishgard vorgefallen zu sein. Bevor wir dazu kommen wollen, wollen wir aber erst einmal hören, was du über den Hüter des Sees herausgefunden hast. Spiel besonders für Fantasy-Fans anspricht. Ja! Siehst du? Siehst du das Problem? Du hast wirklich Mumm in den Knochen. Jedem anderen wäre dabei das Blut in den Adern gefroren. Ist es? Erstaunlich, dass Midgard-Thorma wieder erwacht ist. Mir war klar, dass ein Urdrache nicht leicht zu töten ist. Doch 15 Jahre lang gab er kein Lebenszeichen von sich. Ja, weil er es nicht wollte, wahrscheinlich. Was sind schon 15 Jahre für Wesen, deren Lebensspanne ewig währt? Doch nicht viel mehr als ein Augenblick. Womöglich schlummert Midgard-Thorma über sein geschundenen Leib zu regenerieren. So. Wenn er die Wahrheit gesprochen hat, sind die Flammen des Krieges bereits entfacht. Ishgard bleibt keine Wahl, als sich gegen den Ansturm der Drachen zu wappnen.
Dank dir sind wir zumindest über die Lage im Klaren. Und ich bin froh, dass du für diese Informationen nicht mit deinem Leben bezahlen musstest. Noch ein Wort der Warnung. Wir sollten Ishgard nicht alles in alles einweihen. Deine Ritter sind alle dran Feinde, ohne Ausnahme. Erführen sie, dass du mit Midgards Thorma geredet hast, sehen sie in dir womöglich eine Heretikerin. Um dich und unsere Beziehung zu Ishgard nicht zu gefährden, dann wenig sagen wir diplomatische Zurückhaltung ratsam. Überlass das ruhig mir. Für solche heikle Gespräche habe ich ein gutes Gespür. Ich werde Lucia über die für Ishgard bedeutsame und für uns unverfänglichen Gegebenheiten unterrichten. Gib mir einen Augenblick und komm dann bitte nach. Okay. Ich werde nur meinen Auftrag abschließen. Wie viele Quests sind es jetzt noch bis zum Ende? Also, das Seventh Ward. Bitte verzeih, falls ich dir zu nahe trete, aber beim Hüte des Sees ist noch etwas anderes vorgefallen, nicht wahr? Midgards Thorma hat die Kraft, die dir von Heidelin verliehen wurde, in dir eingeschlossen. Aber das ist sehr furchtbar. Wie fühlst du dich jetzt? Bist du abgesehen davon gesund? Gut, das beruhigt mich ein wenig. 19? So kurz davor, ey. ich hätte Midgards Thorma nicht die Macht zugetraut, mit seiner Drachenklaue Heidelin Schutz zu durchbrechen. Auch wenn in Legenden von solch einer Fähigkeit berichtet wurde. Doch seine Worte deuteten auf eine enge Verbindung zwischen ihnen hin, von der wir nichts geahnt hatten. Nach der uns bekannten Schöpfungsgeschichte trat Midgards Thorma kurz nach der Entstehung der Welt gleichzeitig mit dem Wasser in Erscheinung. Daraufhin wurde ihm von den Geschwistern Altyg und Nemea aufgetragen, über den Silber See, die Quelle der aller Magie zu wachen. Denkbar ist jedoch, dass diese Geschichte falsch überliefert ist. Vielleicht steht Midgards Thorma im Dienst der Heidelins, des Planeten selbst. Nun ja, es bringt wohl nichts, uns darüber allzu sehr die Kurve zu zerbrechen. Heidelin wird uns den rechten Weg schon weisen. Danke, dass du mich ins Vertrauen gezogen hast. Ich werde es für mich behalten, allein schon, um die anderen nicht unnötig zu verunsichern. Mir fällt das jetzt auf, dass sie ein Loch in ihrem Kleid hat. Oh, ist der süß! Es besteht kein Grund zur Sorge. Ich habe das Licht nicht ausgetrieben, sondern lediglich eingeschlossen. Es ruht noch immer in dir. Zeige mir, ob du aus eigener Kraft dazu in der Lage bist, deinen Weg zu gehen. Ist der süß! Darf ich den behalten oder verschwindet er irgendwann wieder? Ich wollte meinen Ohren nicht trauen, als ich es hörte. Du hast dich dem Urdrachen gestellt. Und du... Halone sei Dank, dass sie dich zu uns geführt hat. Deine Begegnung mit dem Hüter des Sees hat unsere Befürchtungen bestätigt. Einer der hohen Drachen hat seinen Schlachtruf erklingen lassen. Ob es einer der zwei Irseischen war oder nicht, spielt dabei eigentlich keine Rolle. Ein Avatar, wo Vater aller Drachenreaktion ist das süß. Ja, aber der ist doch süß. Ich liebe Drachen nun mal. Ich kann doch nichts dafür, dass ich den süß finde. Aber ich darf ihn behalten, oder? Oder wird er mir am Ende wieder weggenommen? Aber der ist gut. Also, der war doch der Satz so, der ist echt gut. Scheiße, ey. Ich kann doch nichts dafür, dass ich den süß finde. Ja. Schön. Ich liebe ihn. Warum darf man seinem Begleiter keinen Namen geben? Ich will dem Namen geben.
Ich habe ein Baby gefunden. Angreifen. Soweit ich weiß, hat Ishkat magische Verteidigungsanlagen gegen die Drachen. Doch über ihre genaue Funktionsweise ist mir nicht bekannt. Werden sie ausreichen, um die Stadt zu schützen? Seid unbesorgt. Die Drachen haben es in den letzten 1000 Jahren nicht geschafft, uns zu unterwerfen und werden auch dieses Mal scheitern. Ja, aber... Jetzt, da die Gefahr nicht länger von der aber... Hand zu weisen ist, wird niemand mehr dem ich habe so viele süße Drachennamen für ihn. Ausbau unserer Verteidigung widersprechen. Drachi. Drachelot. Dragon. So viele tolle Namen. Der Großmeister dürfte mehr als erfreut darüber sein, Mini-Drache. Dass du unseren Erzfeind davon abgehalten hast, wieder zu erwachen. Entschuldigt mich jetzt bitte, die Pflicht ruft. Oh sobald Gott. Es Neuigkeiten gibt, hört ihr von mir. Drachia. Mini-Bahamut. Ja, genau, Mini-Bahamut. Wie geil ist das denn? Mini-Bahamut. Das ist so mega. Baby-Bahamut. Aber also eine kurze Frage. Bahamut gibt's doch auch hier drin, oder? Also der Drache soll jetzt kein Bahamut-Ersatz sein, oder? Also das wäre dann ein Grund auszumachen, weil ich liebe Bahamut. Bahamut ist toll. Oder es ist einfach nur Bahamut in einer Sprache. Das würde ich auch noch reden lassen. Den Avatar des Ufers, das ist dran. Ja, aber mir... Wie gesagt, mir fallen so viele tolle Namen für Drachen ein. Scheitern? Warum nur will mich das nicht überzeugen? Wie gesagt, Drachi. Oder Dragon. Ne? Oder wie der noch sagt, Mini-Bahamut. Ich meine Mini-Bahamut. Da müssen wir für... Kommt noch. Nennt ihn alter Sack oder der da. Nein! Nein. Nein. Niemals. Niemals nie. So. Hier lese ich jetzt mal nicht vor. Oh. So. Ah, sehr geil. Nee, sonst wäre auch gut. Hallo. Fällt mir ein. Ja, hat angekündigt, dass sie uns gerne sprechen möchte. Offensichtlich hat sie einen Durchbruch erzielt. Richte ihr bitte aus, dass wir nun soweit wären. Ich hatte ja noch einige Anweisungen an die Kristallschreiter. Kommen wir gleich nach. Ja, wollen wir aufhören? Ja. Machen wir? Hören wir auf? Wahrscheinlich nicht, nein. Norbert, der norwegische Stachelbuckel. Ja, wie geil! Das ist ein geiler Name. Norbert, der norwegische Stachelbuckel. Ha, wir haben's. Oh, ich find's toll. Oh Gott. Oh Mann. Was denn? Ich finde Norbert klasse. Die Frage ist, willst du wirklich aufhören? Nein, will ich nicht. Aber ich muss eigentlich. Also eigentlich muss ich aufhören. Aber es macht so viel Spaß. Wir weiterkommen. Es ist 1 Uhr. Es wird nichts. Ich weiß es, es wird nichts. Es sind nur noch 18 Quests. Nur noch. Ja, und diese 18 Quests dauern... Wenn ich alles überspringe, 2 Stunden vielleicht. Und überall in eine Gruppe reinkomme. Oder maximal 4 bis 5 Stunden. Und das schaffe ich definitiv nicht. Eine kann ich dranhängen. Eine. Dann ist aber Schluss.
Der Rest wäre dann erst Mittwoch. Ah, habt ihr genug mit eurem Drachen Woher weiß die das? Mit eurem Drachen gespielt? Da können wir uns ja wieder den wichtigen Dingen des Lebens zuwenden. Versammeln wir uns im Saal der Morgenröte. Verkurs davon sind 8-Mann-Kämpfer. Einer geht noch rein. Ja, komm, wir machen bis 2 Uhr. Scheiß drauf. Okay, habe ich das gerade echt gesagt? Ja, habe ich so. 2 bis 4 Stunden, je nachdem, wie lange die Quest. Ja. 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 Schön. Das Spiel ist kein guter Einfluss für mich. Es sind nur vollständig überwand von Evelyn. Da es wieder ein bisschen ruhiger ist, haben wir Zeit für eine Lagebesprechung. Nur so viel gleich zu Beginn. Wir stehen kurz vor dem Durchbruch. Ja. Wirklich? Ja. Nun mach es doch nicht so spannend. Ja. Also, eine kleine Wiederholung, falls ihr was vergessen habt. Wir wissen, dass Ashians unsterblich sind. 2 Uhr sagt so, ja, komm, wir machen bis 3 Uhr und so weiter. Ja, das kennen wir doch. Nee, 2 Uhr ist wirklich Schluss. 2 Uhr ist echt Feierabend. Einen Raum zwischen den Welten. Hier setzt der weiße Aurazit an. Er ist in der Lage, eine Ashian-Seele aufzusaugen, bevor sie sich in diesen Spalt zurückziehen kann. Bleibt die Frage, was wir dann mit der brisanten Ladung machen. Eine Ashian-Seele lässt sich, wie schon einmal dargelegt, nur dadurch vernichten, dass man sie mit einem Strahl höchst konzentrierter Ätherenergie zersprengt. Mit einer Klinge aus Licht. Da sich nun aber partout kein Ashian zu Untersuchungen bereit erklären wollte, können wir auch nicht sagen, wie seine Seele beschaffen ist. Und daher ist es schwer abzuschätzen, welche Menge an Äther nötig ist und wie stark er gebündelt werden muss. Dann sollten wir doch einfach eine super starke Klinge machen, so stark wie möglich eben. Dafür bräuchten wir natürlich ziemlich viel Äther. Na klar, wieso sind wir da nicht früher drauf gekommen? Der weiße Aurazit kann doch haufenweise Äther speichern. Wir sammeln so viel wir eben können und heben ihn auf. Ida, verflucht nochmal! Hörst du eigentlich irgendwann zu? Moon Brida sagte doch, dass der Aurazit seine Ladung nicht lange speichern kann. Äther verfliegt augenblicklich. Nur in Form von Kristallen, die sich durch extreme Energieflüsse unter ganz bestimmten Bedingungen verfestigt haben, kann er über längere Zeit bestehen. Vergiss das nicht. Ich frag dich hinterher ab. Ach so, ja genau, ich merk's mir. Zurück zu den guten alten Kristallen also. Verlässlich sind sie ja zugegeben, nur in Sachen Transportfähigkeit lassen sie etwas zu wünschen übrig. Wenn die ist geil, oder? Ein Astchen also, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite nein. Sagen wir Leviathan, bräuchten wir wohl wieder eine ganze Schiffsladung von Kristallen. Nein, nicht Leviathan. Jedenfalls zu viel für den habe ich bisher noch nicht kapiert. Abgesehen davon, dass wir die Kristalle da nur zum Neutralisieren von Leviathans Energie verwendet haben. Diesmal müssen wir nicht ausgleichen, sondern auslöschen. Genau das ist der springende Punkt. Wie kann man so viel Äther im richtigen Augenblick bereitstellen? Die Antwort ist, wir müssen den Energievorrat anzapfen, der im Planeten gespeichert ist. Kann ich nicht, dann habe ich englische Audio. Ätheradern? Ah, okay. Aber dadurch würde sich der Äther über die Oberfläche ergießen und alles. Also teilweise finde ich die Deutsche gar nicht schlecht, aber es gibt so Stimmen, wo ich mir denke, okay, vielleicht leicht fehlbesetzt. Nein, ich dachte eher an denaturierte Kristalle. Das ist so schön britisch. Sehr geil. Ich würde es ja gerne auf Japanisch hören, aber... Die Ätherbalance in diesen Formationen ist zwar verzerrt, kann keiner aber trotzdem zuhören. Bestehen sie ganz und gar aus Äther. Im Stream ist es halt besser, wenn es dann in solchen Sequenzen halt auf Deutsch ist, dann kannst du es halt wirklich auch
hören oder halt den Stream schauen, ohne dass du halt mitlesen musst. Deswegen versuche ich mal die deutsche Synchro zu nehmen. Ja. Wenn es möglich ist. Denaturiert oder nicht? Federleicht sind die auch nicht gerade. Deswegen werden wir sie auch nicht spazieren tragen. Wir nutzen sie direkt vom Erdreich aus. Denaturierte Kristalle kommen in Eorzea in rauen Mengen vor. Leicht müde. An den allermeisten Orten werden wir also bequem Zugang zu reichen Äthervorkommen haben. So, wenn ich jetzt noch irgendwann zumindest Pferdchen oder Wölfe hätte, wäre super. Soweit die Theorie. Oder eine Rüstung, die wir auch erstmal reichen. Sobald wir einem Aschian gegenüberstehen. Und wissen, wie das funktioniert. Nach Pläne zu schmieden, wird uns jedenfalls nicht also die Kristalle zu finden, die ich dafür brauche, dass ich das rückgängig machen kann. Also was ich unbedingt gleich mache, ist mal gucken, durch diese komischen Steine für die... Ne? Damit ich meine normale Rüstung wiedersehen kann. Da brauche ich doch diese komischen Steine dafür. Aber wie genau können wir die denaturierten Kristalle nutzbar machen? Der Äther in ihnen ist ja fest. Wenn wir eine Rüstung kaufen können und wissen, wie die auch sind. Die auch angucken können. Dafür habe ich dieses Gerät hier gebaut. Einen Ätherextraktor. Er aktiviert die Energie von Kristallen und verflüssigt sie sozusagen. Mordona ist allerdings nicht der beste Ort, um ihn zu testen. Zu explosiv für diese Art von Experiment. Bei solchen Massen von denaturierten Kristallen genau in der die. Oberfläche genau die Dinger. Die elementare Ladung der ganzen Region plötzlich umschlagen. Ich bräuchte ein isoliertes Exemplar. Der Runde ist noch Französisch. Das klingt ja richtig nett. Dort gibt es mittelgroße Kristalle mit ausreichendem Abstand zueinander. Echt? Und wie es sich trifft, bräuchte ich gerade dort eure Hilfe. Aber ja, diese komischen Prismen brauche ich. Ich würde mir gerne auch eine neue Rüstung kaufen. Beziehungsweise auch für später. Ich wüsste gern, wie die 60er-Rüstung für meinen Charakter aussieht. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt kriege, weil ich das Ding mit dem Bogen nicht gemacht habe. Luna meinte, ich brauchte das nicht machen. Aber ich bin mir da bis jetzt noch nicht sicher. Ich möchte das unbedingt wissen. Ich möchte das sehen und nicht nur in der Anprobe. Ich will doch wissen, was ich trage. Und auch angucken können. Ich meine, so, ne? Also das ist die mit diesem Bogen, ne? Die Jobquest. Wo man diesen komischen... Ja, Reliktbogen? Okay, weil das Witzige ist, Luna meinte, ich brauchte das nicht machen. Ich war der Meinung, ich müsste es machen. Das Problem ist, ich weiß halt nicht, wie ich an diesen komischen Bogen rankomme, außer dass ich ihn halt schmiede. Und ich habe, da ich das ja wie gesagt zum ersten Mal spiele, ich habe keine Ahnung, wie ich erstens an meine restlichen Fähigkeiten komme und zweitens, wie ich an diesen scheiß Bogen komme, außer dass ich da halt bis zum... Erbrechen den Zimmerer oder was das war. Mache. Weil ich weiß bis jetzt nicht, was. Ne? Nebenquest. Und was ist jetzt genau die Jobquest? Oder kriege ich die Jobquest erst ab. Ich habe keine Ahnung. Ich bin überfordert dabei. Ich bin echt überfordert. Ich habe keine Ahnung, was die Jobquest ist. Ich habe das komplett aus den Augen verloren. Weil ich dachte, das mit den Reliktwaffen ist die Jobquest. Wir haben Aktivitäten in Castrum Meridianum registriert. Oh, hör mir auf mit Castrum. Unser Marsch der Weisen hat den Stützpunkt fast völlig zerstört, wie ihr wisst. Aber die Galear scheinen von Castrum Centri aus neue Truppen geschickt zu haben. Ah, okay. Gut. Ich dachte schon, dass ich diese Scheiße mit diesem komischen Reliktbogen nochmal machen muss. Weil der Reliktbogen wäre scheiße. Mein jetziger Bogen ist sogar besser als der Reliktbogen. Fest für deinen Job, wenn du neue Fähigkeiten und so was du bekommst. Okay. Also wenn wir mit Heavensward weitergehen, dann ist alles gut. Dann interessiert mich das erstmal nicht. Aber trotzdem allgemein, ich habe nämlich auf dem Markt geile Rüstung gesehen und ich wollte mir die kaufen und ich will sie mir nicht nur in der ich will sie nicht nur in der Anprobe sehen, ich will sie sondern richtig sehen. So richtig, richtig. Sie wollen den Stützpunkt wieder aufbauen und zur Energieversorgung die Erdseimfabrik unter ihre Kontrolle bringen. Ich muss gucken, wie die Sachen aussehen. Ich will damit laufen.
Da sie keinen Nachschub aus Garlemald mehr erhalten, müssen die in Eorzea zurückgelassenen Soldaten sehen, wo sie bleiben. Für sie geht es ums Überleben und Verzweiflung verleiht enorme Stärke. Unser Gegner ist also nicht zu unterschätzen. Soeben brechen die Kristallstreiter zum Castrum auf. Nein, kann auch der Bund Leute entbehren? So viel besser ist die, die du durch die Schlauch kaufen kannst. Okay. Moment mal. Du willst uns mit glitzernden Kristallen auf ein Schlachtfeld locken? Dann weiß ich zumindest jetzt so halbwegs Bescheid. Mir. Danke! Deeper, besser als hier zu sitzen und auf Aschienbesuch zu warten, ist es allemal. Nun, Breeder, diese Tollkühnheit, die schon an Torheit grenzt. Ich bitte dich, lass Vorsicht walten. Trotzdem, Moonbreeder hat nicht Unrecht. Hier können wir nichts tun. Lasst uns den Kristallstreitern helfen. Du wirst mit Tancred und Papalimo den Kampf gegen die galäischen Truppen unterstützen. Das hab ich nämlich auch schon festgestellt. Ich saß tatsächlich 3 Stunden lang. Gut, es lag auch mit daran, dass ich nicht wusste, was ich machen sollte. Ihr geht voraus und wählt einen geeigneten Ort für die Suche aus, um überhaupt bis Level 15 oder Level 20, ich weiß es nicht genau, vom Zimmerer war das, glaube ich, zu kommen. Und das soll überhaupt alles zu machen. Das war schon scheiße für mich. Und das ist nur der Anfang, ich weiß es, das ist nur der Anfang. Aber ich dachte mir echt so, es scheitert jetzt ernsthaft daran, dass ich diesen Kackbogen da stellen muss. Und ich habe nirgendwo, wirklich nirgendwo im Internet gefunden, wie ich das machen kann. Wahrscheinlich habe ich auch einfach nur die falschen Sachen dafür eingegeben. Aber ich dachte echt, dass ich diese scheiß Reliktwaffe brauche, um dann meine ganzen Fähigkeiten, die ich noch nicht habe, zu kriegen. Aber es beruhigt mich ja, dass es nicht ganz so ist. Ich hänge hier auch fest an Handy von Ultima. Gott. So, und was ist das jetzt schon wieder? Wenn es euch Helden, recht ist, Ultima, sagt werde ich schon inzwischen meine nichts. Eigenen Versuche mit dem weißen Auraziten anstellen. Ja, vielen Dank, Orianger. Dann viel Glück uns allen. Oh Gott. Ich glaube, gegen Ultima Waffe. Oh Gott.